Das sage ich wirklich oft. Vielen Dank! Dann auf, Freunde. Dann bringen wir endlich ein Verbot. Reich mir nur! Die will nur auf die andere Seite gelangen! Wenn du Mut hast, so ist doch mit mir! Ne, ich stehe nicht auf Männer. Na dann! In den Ausgang vor euch! Sag mir, senden Sie so wie mit mehr Respekt behandeln! War doch ein Kinderspiel. Auf Anhieb richtig alles gelöst. Große Senden Sie, einer der vielen an die Hand wünscht, dich zu sprechen. Heißt die Herren, mein Palast gebietet euch. Ich grüße dich, Schlangenfrau. Ist schon, ich spreche die alle gleich schön. Eine Weile her, dass du so Besuch erhalten durftest. Schlägst du im Angesicht an der Königin für einen Ton an, vielarmiger. Bei all den Geschöpfen, die uns dienen, hast du immer schon eines der aufsässigsten Senden. Reicht sie mir nicht, wir haben einen Pakt, kein Untertanenverhältnis abgeschlossen. In diese bedauerliche Missverständnis bin ich ausreichend gekommen. Max ist mich, wie einer eurer bärmigen Sklaven behandelt zu wollen. Aber nein, wo bliebe denn da die Etikette? Die Plakette, ja. Jemand anders gekommen, dich über deinen neuen Status in Kette zu setzen. Und ich bin sicher, du wirst ihm mit weitaus mehr ergeben, meine Gegend reden. Bin ein Holograf, Herr. Das ist eine Schlange. Sie kann niemand entgegentreten, höchstens entgegenschlängeln. Was ist das? Er versteckt sie in dem metallenen Krug. Einschalten. Er ist es selbst. Ich grüße dich. Wie habe ich den beim letzten Mal gesprochen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ah, geschmeidigst aller meiner Dienerinnen. Ich bitte mein Gruß, hoher Herr. Klingt mal wieder alles gleich, scheißegal. Im Prinzip müsste ich den ja jetzt auch schreiben, weil er alles groß schreibt. Da hat jemand wohl Probleme mit seiner Caps-Lock-Taste, ne? Es ist lange her, dass ich diesen Teil meines Reiches besucht habe. Sollten die Gerüchte stimmen, dass einige meiner Diener vergessen haben, wer ihre Herren sind? Ich bin die eure Gebieter. Vergiss das nie! Ohne meine Hilfe hättest du nie von der verruchten Tat der Lurche erfahren. Und dafür habe ich den Lurch meine Todfeindschaft geschworen. Ich werde sie nie verzeihen. Erinnere dich an dem Feuer deines Hasses, kleine Sklavin. Er ist eine große Quelle der Kraft. Und denke immer daran, solange du deinen Platz kennst, ist es dir meine Huld. Ja, Herr, vergib mir, wenn ich irgendwie oder angewogen es geweckt haben sollte. Geweckt, ach. Leck mich! Ich muss aufhören, die solche Stimmen zu sprechen. Das macht mich fertig. Darf diese Scharte doppelt einfach wieder auswetzen. Und da ich noch ein paar Geschäfte auf dieser Kugel habe, es wird eine Freude sein, dich bei deinen Mimungen im Auge zu behalten. Soll lieber mal kleinere Kontaktlinsen kaufen. Die Audienz ist beendet. Ich werde euch meine treue Dienerin bleiben, Gebieter. Auf Wiedersehen, Sansi. Vergiss es nicht wieder so rasch. Ich glaube, die Stimmenklang ist gerade eben alles gleich. Aber ich höre mir eh nicht mehr über den Zufall daher. Oh, du musst sein! Ihr seid zurück! So eine schöne Grüße von ihm ausrichten und eine freundlichere Behandlung einfordern. Das hat er gesagt! Er wird auf seine alten Tage. Kommt aus der Ecke heraus und redet vor. Immer misstrauisch, wie? Falsche Schlange, sie. Nachdem sie sich geleistet haben, ist das wohl kaum. Gemacht, Teuerste. Wir haben noch eine Mission zu erfüllen. Ich schon vorhin ausführen wollte, bevor sie das Teil des Kellers und Zeigen geruhten. Teile sind Geboten des Friedens. Häuptling Amphos selbst, der Herr der Lurche, schickt uns. Schweig mir von Lurchen! Ich habe der warzenhäutigen Brot meine Gefeindschaft geschworen. Auch immer auf der Vergangenheit. Larsten. Kann bei gutem Willen ausgeräumt werden, Gnädigste. Du, ich habe meine Schwester ermordet. Nun, ich, also, das ist ein überraschender Befund. Es gibt keine Verhandlungen mit den Schwestermördern. Nie, sie werden für den Verbrechen gezahlt! Kann ich mir vorstellen, es hat die Antwort etwas damit.
Genug! Ihr habt eure Bodengang erledigt! Ihr habt schon mehr erreicht, als ihr zaufen durftet! Ah! Sollen wir gehen? Richtig! Ich möchte ihn nicht verärgern! Ihr habt sein Spiel überlebt! Und er hat die Gastfreundschaft aufgetragen! Ruhe meinetwegen meinen Helden aus und stärkt euch! Seid unbesagt! Meine Kinder werden es nicht wagen, euch anzugreifen! So gütig, edle Königin! Ich mein letztes Mal auf einen Frieden mit den Leuchten eingehen! So ist alles gesagt! Habt ihr die Dinge und redet nicht weiter in meinem Schmerz! An meinem Schmerz! Ach, ich bin dumm, verzeihen! Ich dürfte nur noch einen Angelegenheit widmen! Die Audienz beendet! Ich will dich! Ach. Verzeckte Christ! Kiste, ja. Knacken wir auf, haben Brecher, ja. Soll uns an, vor sich davon gesagt. Ein Mord. Wenn ich ein diplomatisch blass und verrangen. Kann mir nicht vorstellen, dass ich zu so einer Schäbigkeit in der Lage wäre. Jeder Verdacht gegen gewisses Subjekt! Was gelingen sollte, den Mord zu erhellen, besteht vielleicht doch Hoffnung. So, gibt's hier irgendwo ein Bett? Oder eine Wasserpfütze? Sucht einen leeren Krug, wenn ihr schlafen wollt. Bitte mal dann, weiter schlafen! Ja, ist auch besetzt. Du bist ja auch besetzt, war ja klar. Kann ja nur dir sein. Im Kopf schlafen. Langsam wird wieder Spiel auf den Arm, oder? Hör auf, die Königin zu schmerzen! Rührt nicht mehr an Tod ihrer Schwester! Was wissen Sie denn davon? Bin ich zugehört, Fremdlinge? Hör auf, nach zu fragen! Heimel ziehen mich an, wie die Milch, die Katze! Milch? Ach, das wäre jetzt etwas Leckeres zu dumm! Ja, ein Arrangement! Lernt doch etwas, lieber Schlangenmann! Mein zöner Milchkrug ist kaputt! Ich darf mir keinen neuen besorgen, solange ich wach halt muss. Da habe ich mir schon einen Atz gesucht. Was? Wir holen einen neuen Krug. Sind nämlich ein Weber wirklich nette, ja. Genau. Oh, danke, ihr seid wirklich nett. Mein Krug findet ihr gleich vorne im Urwald. So, komm mal nichts! Wieder da! Der macht die Steuererklärung für die anderen Schlangen. Könnte glatt ich sein. Ja, sogar hinten brillen, cool. Eine Brillenschlange! Gott, Schatz, das war einfach nur ein Blatt. Woher denn, meine Dame? Der Herr hat vollkommen recht. Ich bin eine Brillenschlange. Er wirkt so an den Arsch. Es hält einen auf, nicht? Leider gar nicht, meine Brüder. Und sehr schlecht. Dann denke anders und wegen dieser eigenartigen Sprachfehlers kann ich nicht einmal das Übliche aussprechen. Was? Na, das... Achso, verstehe! Mein... Meine Güte, sogar Sie können das. Was ist für ein Baum? Ah, ja, da fragen Sie den Richtigen. Wenn es überhaupt jemanden gibt, den Sie hier auf Bildung ansprechen. Kurzfassung! Sagt Brenn dazu. Man erträgt es einfach. Aber fahren Sie doch bitte fort. Das Bauwerk ist ein Geschenk der vielarmigen Herren, unserer treuen Diener. Rein hätten wir so eine gewaltige Menge an Steinen wo kaum richten können. Der Bau ist riesig. Aber wie ich gehört habe, durften Sie bereits einen Teil der unteren Gewölbe besichtigen. Moment! Agent wird verarbeitet! Was er schenkt, den Tag lang sei es gleich! Tatsächlich, zuweilen gehen wir für die Herren auf Jagd. Das ist ein reizendes Dankeschön, finden Sie nicht? Was sagen Sie denn? Löcher. Schön. So, und da konnten wir, glaube ich, erstmal in die Krüge schauen. Wir werden nur abgenutzte Pfeilspitzen, gerissene Sehnen oder gebrochene Bogenschäfte entsorgt. Alvette, trockene Blätter sehen noch glatt wie Pfeifen geradeaus. Nur am Rauchen, die alten Leute. Schlimm. Ah, sind Schlangen also. Interessant, nicht wahr? Sagt den Film, macht Urteil, ist ausgesprochen frisch. Herr Professor. Oh, pardon, gehen wir. Die Schutzbahn muss perfekt ausgeleuchtet sein. Es sind da etwas eigen. Sucht gar nicht erst ein Gespräch mit unserem Meisterschütze anzufangen. Jetzt wird zu Zollerland. Solz! Achso, stehe! Schatten von Magwitz! Er geht ja mal! Kann ich wohl vielleicht sonst wieder zu halten! Sehr offensichtlich, auf welche Waffen die Schlangenkrieger spezialisieren. Äxte?
Nein. Sieht ja aus wie Sägen. Warum greifen die mit Sägen an? Und keine Ahnung. Wattestäben? Halt die Zerraum ist nur für uns Schlangenkrieger gedacht. Weg, weg. Und Zamaizutze übt wieder. Ich kenne niemanden, der ganz zitzen mit ihm aufnehmen kann. Der weiß, er hat's auch. Ist ziemlich arrogant geworden. Ja, ich würde weiterhin so sprechen. Hey, Herr Karl, rede mit ihm! Verschwinde, ey. Ruhendlich, Peregrin! Komm, später sein Flitzebogen weiterspielen! Flitzebogen? Ich will dir zeigen, wie wenig Kinderlein das ist, Fremdling. Komm, lass uns sehen, wer bitte mit dem Flitzebogen hantieren kann. Na klar, sind wir dabei. Sehr schön. Versuche einfach nur genau so gut zu schießen, wie ich das ist und als. Geilkeit! Zehn und Sound. Er schießt durch die Wände. Cheater. Volltreffer, Volltreffer, Volltreffer. Bitte sehr, zitterrück noch ein wenig und dann sage mir Bescheid, falls du noch den Mut hast, deine drei Pfeile zu verschießen. Ging bei mir alle gleich die Schlangen. Willst du deine Schütze wagen? Aber es ist mir egal. Bogenschießen, jetzt äußere Konzentration gefragt. Ha, genau das Falsche für mich. Beobachte genau die leichten Wackelbewegungen deines Pfeils, um einen Ausgleich zu schaffen. In der Anzeige siehst du, in welcher Bewegungskombination die Pfeile zittert. Der Pfeil zittert. Oben rechts, unten links. Merke Kombination, drücke danach jeweils in gegengesetzte Richtung, um den Ausgleich zu bewerkstelligen. Je präziser du ausgleichst, desto sicherer ist der Schuss. Und jetzt aufgepasst, es geht los. Oben, unten, oben, links, unten. Also was habe ich jetzt gesagt? Oben, unten, oben, links, unten. Na, geht doch. Aber klar, wo ich den zweiten Fall. Links, oben, rechts. Also links, oben, rechts. Volltreffer. Schießen wir in dem Fall auch nochmal. Rechts, oben, unten, rechts, links. Also rechts. Na, ah, sind wir noch halbwegs Ziel gelandet. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ah, war nicht am Anfang so gut. Oben, unten, oben, unten. Nein, oben, unten. Ja. Ah, ich komme da durcheinander. Links. Oder? So, das ist noch einfach. Gut. Dritten Fall schießen. Rechts, oben, unten, rechts, links. Also rechts, oben, unten, rechts, links. Also. Soll ich so tun, als wäre ich wirklich gespannt. Drei Volltreffer. Selbst! Baschkin. Baschkin-Krieger, das Zahn verblassen! Pass nicht so auf, Schatz. Ich habe Angst, sonst Platz. Es geht ein zweites Mal zu schützen. Oh. Eindrucken wäre das gedacht. Aber ich habe eine Sekunde. Mein Sieg gezweifelt. Das, nein, ich taune das. Unser Meister schütze so ein sensibelchen Schutzband. Ja, ja. Bla, 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 bla. Das habt ihr gut gemacht, Fremdlinge. Da ist der Bogenkünstler in Zukunft etwas bescheidener. Als nun lasse ich euch den sozialen Raum, aber erzählt jetzt niemanden. Verdammt! Ja, das träufle nur in den Krug. Gift, mein Lieber. Ich denke, davon genehmigt mir auch etwas. Herr Professor! Oh, keine Sorge, ich nasche nicht. Pass ihn auf. Das heißt noch, die Spitze des Schirms tief in den Krug. Jetzt soll ich noch einmal einen Schuh fragen, um meinen bestimmten Gelehrten zu vergreifen. Na ja, na! Nicht gerade erinnerlich! Und
recht, lieber Leutnant. Sehen ja diese miesen Gelehrten-Tricks. Ja, und jetzt vergiftet er mit seinem Regenschirm Gegner. Boah. Gab's für ihn überhaupt irgendwo eine bessere Waffe? Nee, ja. Nö, wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Oh, sie will ja nicht mit uns reden. Sag ihr Mord! Zwischen Mord und Schlange steht! Ist bei Sansi nichts zu erreichen! Jetzt fange ich schon bei ihm mit Sans. Oh, ich muss das hier drücken, ne? Euer Rumpf! In den zwei Schwänzen! Widerlich! Wie bitte? Ach, das sind unsere Beine! Oh, das sieht ja was ganz Ulkiges, nicht? Das war gar nicht, was ihr mit unseren Vorgängen angezählt. Gar nicht nett, was. Ach, leck mich. Du sollst uns halt nicht in den Weg stellen. Uff, uff, uff! Ich liege im Puff. Liegt denn hier rum? Ist er verletzt oder was? Voll gefüllt, Gefühl aus. Wer auf zu viel gesessen. Kann ich dem helfen? Kann ich dem jetzt schon helfen? Nein. Mein Gefühl sagt mir nein. Könnte was dran sein? Nein. Urwald betreten. Mann, hat der milchversessene Schlangenmann als Klug gewählt. Schade, kann man nur, ist einfach nur. Unpraktisch! Überlöcher! Allerdings, mein Klebmann von der Sie! Ah. Ich möchte nichts davon hören. Wir haben was wir wollen. Geh jetzt zurück. Nimmst einen Schädel. Also das geht mir jetzt nicht in den Schädel. Oh. Die Witzqualität nimmt auch jeden Moment weiter ab. Es wird langsam kritisch. Sehr kritisch. So. Hoch, 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 hoch. Boah, es wird immer einen Aufzug erfinden. Bleib da, bleib. Boah, bleib doch. Oh. Da ist ein Klug! Ja, da sitzt er. Vielen Dank, jetzt kann ich wieder meine Milch züngeln. Wenn uns eine Information über den Mord hergeben! Na gut, sag meinen Neffen, der Milchonkel schickt euch, er weiß ja schon Bescheid. Nun kein Weg zum Tatort, falls es etwas zu erfahren gibt, wird er jetzt da. Was ist dein Neffe? Meist sind alle wieder vor unserem Baum herum. Wer das wohl ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Weiß echt nicht, das verwirrt mich total. Uff, uff, uff. Nö. Wie ich schon gesagt, ist der da. Ein Babyschlange. Hör auf, rumzahlen! Noch ganz kurz Fuß vor den Köpfen! Auf und ab, auf und ab. Ich denke, das ist der kleine Neffe, den wir finden sollten. Ein kleiner Mann, der Milch umgeschickt und sonst bei einer kleinen Superhilfe. Toben, toben, fangt mich doch. Was für ein unartiger Bengel. Der! Hallo? Hallo? Return Bashing! Komm her! Komm! Ha, ich hab ihn! Seht ihr? Hallo, hör auf! Hör ihn! Das war lustig! Keine Ahnung, wie das jetzt nicht kann! Ganz lustig erkennen! Zur Sache! Liga Tador! Vielleicht sollten wir nichts spielen? Nein, junger Mann! Wenn du einen mit dem Onkel kommen möchtest, zeigst du uns sofort, wo die Schwester der Königin ihr Leben verloren hat. Du bist aber eine strenge Tante, dann spielen wir eben nicht. Geh einfach ein kleines Stück nach Westen. Wie ein kleiner Hain, dort ist etwas passiert. Sag uns ganz genau, was deiner Meinung nach dort passiert ist, sei mal. Hier ist das Teil, der ist ein. Ich habe einen Weg draußen gespielt. Als ich zu den Hain trug, da habe ich auf der Lichtung einen toten Körper gefunden. Eine Schlange. Hamster, das war bestimmt ein Schock. Schlangen sind Kaltblüter, das hilft in solchen Situationen. Und mit der Körper auf der Lichtung. Jetzt war Sansis Schwester. Er dachte, ich zieh gut in der Sonne. Dann zahle ich. Zieh sie war tot. Doch. Ich bin gleich hier zurückgeküpft. Und der König war aufzutzig. Mit Witzen, dass sie ihre Schwester sehr geliebt hat. Der Heinzen seitdem einer geringen Stelle an die Königin Schwester geworden. Alles ist dort so blass geworden. Blödsinn. Sansi hat das welche zu einem Mal erklärt, dass sie meine Tür nur hier erinnern soll.
Das macht einen fertig. Und mehr weißt du nicht? Nein, aber das war doch schon eine ganze Menge. Dann sollten wir diesen kleinen Wald aufsuchen, um mehr zu erfahren. Moment. Ich speichere erstmal. Jetzt habe ich natürlich irgendwie gar nicht so aufgepasst, wo ich hin muss. Ich hätte vielleicht genauer zuhören sollen, wo ich hin muss. Schön. Bin ich überhaupt richtig? Ich erlaufe mich doch gerade, oder? Oder? Hilfe, Mama. Merken uns nächstes Mal nicht nur den Text lesen, sondern auch mal merken, was da drin steht. Ich glaube, irgendwie hier bin ich falsch. Naja, nee, da bin ich definitiv falsch. Glaube ich. Möglicherweise. Es besteht die Möglichkeit. Eine eventuelle Eventualität besteht, dass ich hier nicht reinfallen will. Oder übersehe ich jetzt nur irgendwas? Schön, wie ich halt absolut überhaupt nicht aufgepasst habe. Könnte natürlich auch einfach das da sein. Hat er recht? Vorne liegen auch die Reste ein Auge einer wohl imposanten Schlange. Hier ist eine Spur. Tatsächlich, die Abdrücke sind amphibisch. Füchte sind in einer schauderhaften Lage. Eigener Kraft können wir den Tag dann schwerlich ein Schiff entwinden. So, mach mal einfach alle platt. Kaum so lang sind wir auf die vereinte Kraft von Lurchen und Schlangen angewiesen. Auch das scheint durch diese Tat fast unmöglich. In der Mord war das ein großes Missverständnis, Pupp, vielleicht? Ach, meine Liebe, ich will selbst zu gerne glauben, aber Hass zwischen Lurch und Schlangen stark genug, um solche Tortat hervorzurufen. Ich kann mir Lurche denken, die zu fähig sind. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, muss entdeckt werden. Dass eine Verständigung zwischen den Feinden überhaupt noch möglich ist, setzt der erste Schritt hier an. Wir müssen einen Täter finden. Habra! Ein Gas über Verdacht! Sehen Sie nur, Rückgrat ist gebrochen. Ah, wie dürfte somit tot sein? Ach, faszinierend, Herr Professor. Das wird bewiesen haben. Das Skelett, dass du tatsächlich tot ist. Vielleicht einen leichten Anflug schülerhaften Kabrax. Oh, pfui, ekelhaft. Seht nur, wie er hüpft. Auf und ab, meine ich. Ja, Schatz, er hüpft auch weit. Oh, die Kackenhexe. Für den Schulden ist ein ebenso gut für sie wie ein gescheiter Kopf. Ach, eigentlich ist das recht simpel, wenn man so zu denken weiß. Hä? Die Kinder! Schön! Die ist natürlich von angewohnten Fluchtbewegung eines Amphibiums, Lieutenant. Aha! Zustände, Aufregung, Springen, Frösche, Unken, Kröten und Salamander. Alle Lurche tun das. Ja? Als sonst die Schwester von einem Lurch ermordet worden wäre, wäre der dann wohl geflohen. Schwind! Exakt, lieber Freund. Spuren am Tatort liegen für einen Sprungbewegung so eng beieinander. Ihr mit Lichteffekten sollen eher auf eine Art Schlendergang hin. Nicht nach über einer Datei. Aber wir werden das Geheimnis lüften und werden wir jeden Stein umdrehen. Sehr verdächtig! Wir freuen mich immer, Schatz. Hey, Wespen. Ja, das musste jetzt einfach sein. Hallo? Leutfuß am Stiel? Ein metallener Leutfuß an einem Stab. Ein mächtiger, ein Fährtenfälscher. Oh ja, jeder, der diesen Stab noch kräftig genug in die Erdreich drückt, lässt die Spuren des Leuchten. Hier, Hilfe sind mir herum! Jemand wollte den Eindruck.